Wenn man sich gar nicht streitet, ist, glaube ich, ganz schlecht. Wenn man sich viel streitet, ist auch schlecht. Ja, ist halt da so eine Parabel tatsächlich. Die goldene Mitte irgendwo. Ein bisschen streiten ist super wichtig und dann aber aufhören, damit ist auch sehr wichtig. Willkommen bei einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich sitze hier im wunderschönen Bonn mit Dr. Alex von Frankenberg, dem Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds. Grüß dich. Hallo Daniel. Wie geht's dir? Sehr gut. Also wir hatten ganz erholsame Ostern und ich freue mich auf die Woche, die kurze Woche. Wir müssen ja in diesen Tagen sagen, wir sind beide getestet, negativ. Ja. Wir sitzen mit Abstand, sicherheitshalber trotzdem nochmal, also alles Corona-konform. Und da bin ich schon beim Thema absolut verrückte Zeiten. Ich möchte mit dir heute sprechen, natürlich über Hightech Gründerfonds. Ihr unterstützt Startups, ihr investiert in Startups. Ich bin der Meinung, und da bin ich ja schon seit, ich bin ja in der tiefen DNA Gründer. Ich war ja nie angestellt, ich kann gar nicht anders. Es muss aber nicht jeder Gründer werden. Aber wir brauchen Gründer, frische Ideen. Denn wir haben, glaube ich, jetzt gemerkt, vor allen Dingen in meinem Schwerpunktthema Bildung, da ist doch noch einiges zu tun. Wie ist denn von euch aus gesehen Thema Invest in Bildung? Wie ist das da so seit den letzten Jahren? Wir haben ein Investment gemacht, was rein sich mit Bildung befasst, Estui, und zwar vor Corona. Ist eine Kommunikationsplattform, Schulen, Lehrer, Schüler, auch Eltern. Und da hatten wir natürlich perfektes Timing, sehr, sehr gut. So sehr viel haben wir nicht gemacht. Wir hatten jetzt ein Unternehmen angeschaut, No Unity. Da gab es dann ganz, ganz viele andere Investoren und wir werden möglicherweise nicht zum Zug kommen. Natürlich ein heißer Space schon immer, aber nicht Fokus, das hat der Kunde davon gewesen, weil wir ja diesen Tech-Fokus haben und Bildung ist ja dann mehr so eine Anwendung auf eine Technologie. Da haben wir nicht so super viel gesehen, ist aber trotzdem wichtig, auf jeden Fall. Habt ihr denn verstärkt Anfragen aus dem Bildungsbereich? Eigentlich müssen doch die Investmentfonds vor Anfragen explodieren, oder nicht? Explodieren nicht. Ich glaube, man sieht da immer so einen Zeitverzug, bis ein Trend irgendwie sich im Gründungsgeschehen materialisiert. Es gibt auf jeden Fall mehr, natürlich, absolut. Ja, ja. Zum Hintergrund, ich weiß noch, wir haben ja im Vorgespräch hier vorhin, muss ich schmunzeln, weil ich habe 2015 hier auch mal einen Businessplan hingeschickt, ist damals nicht zustande gekommen. Gefühlt 2015 war es vielleicht noch zu früh. Ich wundere mich tatsächlich, weil ich dachte ja 2011, ich wäre schon spät dran gewesen mit der Produktion von Videos als Lerneinheiten, wo ja in den 2000ern eigentlich schon führende Elite-Universitäten ihre kompletten Vorlesungen verfilmt haben. Und mich interessiert natürlich, wie sieht es eigentlich bei euch mit Aus-, Fort-, Weiterbildung intern aus beim Hightech-Gründerfonds? Denke ich mal interessant für die zuhören oder jetzt auch zuschauen, die sich fragen, wie muss ich denn in Zukunft arbeiten? Weil das eine logische Konsequenz ist, wie muss ich denn in Zukunft lernen? Und das muss anders sein. Ich möchte jetzt eigentlich auch mit meinem Podcast, mit all meinem Content darauf aufmerksam machen, worauf sich der Nachwuchs jetzt einstellen muss. Wie sieht es bei euch aus? Ja, also natürlich super wichtiges Thema, weil wir finanzieren ja Innovation immer was Neues. Ja. Und das Neue ist eben neu. Und wenn man da nicht sozusagen am Ball bleibt, dann versteht man es irgendwann nicht und kann es auch nicht gescheit finanzieren, unterstützen und erfolgreich machen. Deswegen hatten wir unser Leitbild definiert und da steht unter anderem drin Offenheit für Neues, ganz explizit, weil wahrscheinlich ist es ganz normal, ganz menschlich, dass man diese Offenheit im Laufe der Zeit ein bisschen verliert. Ja, man hat was erreicht und ist damit zufrieden irgendwann und dann braucht man eigentlich nichts Neues mehr. Und wir haben es deswegen sehr, sehr explizit in unser Leitbild geschrieben und führen auch im Fonds immer wieder neue Dinge ein. Zum Beispiel haben wir 2016 DocuSign, die elektronische Unterschrift, eingeführt, natürlich perfekt jetzt für die Corona-Zeit. Und ich war ganz erstaunt, das vereinfacht diesen Unterschriftsprozess, wir müssen eine Menge unterschreiben. Und trotzdem gab es viele, die da zögerlich waren mit der Annahme. Deswegen ist dieses Thema aus der Führung raus, hey, da kommen neue Dinge, lass uns offen sein, lass uns die mal verstehen und nicht irgendwie gleich mit vorgefertigten Mustern ablehnen. Konkret zu deiner Frage, dafür muss man natürlich inhaltlich sich weiterentwickeln. Und wir schießen da aus allen Rohren. Wir haben Teamtrainings, ja, wo wir Sachen, die für alle relevant sind, Kommunikation zum Beispiel, im kompletten Team trainieren, mit also vor Corona mit
Trainern, die Training machen, Präsenztraining. Wir haben Spezialthemen für einzelne Gruppen, zum Beispiel Verhandlungstraining für die Investmentmanager. Wir haben auch rechtliche Themen, zum Beispiel Beiratshaftung ist ein Großthema. Mhm. Die sind in Beiräten, die Kolleginnen und Kollegen. Und da kann Haftung entstehen. Da muss man das eher trocken, juristisch auch vor allen Dingen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von externen Weiterbildungen, die wir kennen. Die haben wir zusammengetragen. Sagen, guck mal, hier ist ein spannendes Thema, kannst du hingehen. Und wir haben nochmal ganz individuelle Trainings, die wir definieren für Kolleginnen und Kollegen, die halt da Bedarf haben. Plus wir sind offen für Vorschläge von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn die sagen, hey, ich würde mal gerne was machen, dann sagen wir, mach. Und da gibt es einige, die zum Beispiel sagen, hey, ich will jetzt mal programmieren lernen oder da vertiefen. Dann sagen wir, ja, mach C++. Ja, ja. Und jetzt ganz wichtig für die Zukunft, wenn ich jetzt irgendwo anfange, ob bei euch oder in anderen Unternehmen, jetzt möchte ich mir Dinge selbst beibringen. Und die letzten Jahrzehnte war man ja abhängig von, ich muss irgendwo vor Ort hin, mach mal ab und zu ein paar Fortbildungen. Und jetzt ist ja ständig eigentlich gutes Wissen zur Verfügung, bereitgestellt, in Form zum Beispiel von Online-Kursen. Wie ist denn von deinem Gefühl her so also ich finde, man hat in Corona gemerkt, Videolernen oder sich online etwas anzuschauen, um durch Prüfungen durchzukommen, ist das eine, aber sich wirklich Dinge neu beizubringen von Grund auf, ich glaube, da mangelt es noch dran. Und das ist doch, das muss doch eine Zukunftsfähigkeit sein. Also ich möchte eigentlich möchte ich, dass du nur bestätigst, weil ich das immer laut rausschreie. Es geht gar nicht darum, jetzt Mathe-Videos zu gucken, um durch eine Prüfung durchzukommen, sondern, hey Leute, die Welt ändert sich exponentiell. In kürzeren Zeitabständen passiert mehr. Ihr müsst ständig in der Lage sein, euch wirklich Dinge neu beizubringen. Einfach, um dabei zu sein. Einer der zentralen Erfolgsfaktoren bei unserem Portfoliounternehmen ist die Fähigkeit, die Richtung zu ändern. Pivot-Fähigkeit, so radikale Kursänderung. Warum? Meistens liegt man falsch mit dem Kurs, den man initial einschlägt. Und die Erfolgreichen, die erkennen das irgendwann, lernen also, hui, das ist falsch. Und ich lerne, finde dann einen neuen Weg. Und das gilt auch für jeden persönlich. Ja, fast alle landen ganz woanders, wo sie mal losgelaufen sind, in ihrer ganz persönlichen Karriere und müssen halt den Weg finden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, jeder muss verstehen, was für ein Lerntyp er ist. Und da gibt es ja ganz viele Facetten, da bin ich gar nicht so der Experte. Es gibt Leute, die sehr gut alleine lernen können. Ich habe extern promoviert, saß da knapp 2 Jahre an einem Thema und brauchte niemanden, habe das durchgezogen, mit wenig externen Impulsen. Und dann gibt es sicher Leute, die brauchen die ständige Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen oder aber auch mit Lehrern, mit Professoren. Und dann gibt es auch unterschiedliche Lerntypen. Manche lernen sehr gut, wenn sie zuhören. Ich zum Beispiel lerne sehr gut, wenn ich schreibe. Mhm. Ja, deswegen schreibe ich halt immer mit. Und das ist auch ganz nützlich, weil dann hat man seinen Mitschrieb, kann er mal angucken. Aber durch dieses eigentliche Schreiben lerne ich gut. Andere lernen gut, wenn sie reden. Die brauchen die Kommunikation. Und ich glaube, wenn man halt, man muss halt verstehen, was für ein Lerntyp ist man und dann eben die Medien passend aussuchen. Und ich glaube halt, jemand, der die Interaktion braucht, der braucht eben zusätzlich zum Online vielleicht auch noch den ganz persönlichen Austausch. Entweder auch online oder halt wirklich physisch im Raum. Und deswegen gibt es, glaube ich, kein Patentrezept, sondern ich glaube, man braucht so eine Plattform und dann pickt man sich so ein bisschen wie auch so ein Buffet raus, was gut zu einem passt. Und der erste Schritt ist halt so ein bisschen zu verstehen, wie man selber tickt, wie man selber lernt. Das wäre für mich eine große Chance jetzt gewesen, eigentlich die Corona-Phase zu nutzen, um zu sagen, okay, es muss jetzt gar nicht darum gehen, dass wir mal wieder rezeptartig eine Prüfung bestehen, sondern genau darüber diskutieren, was bist du für ein Lerntyp? Hm. Kennst du eigentlich die Lernpyramide? Weißt du eigentlich, wie gut es ist, wenn du beginnst, Sachen zu erklären. Denn nur wenn du etwas einfach erklären kannst, hast du es auch wirklich verstanden. Und ich kämpfe ja selber eigentlich damit, genauso wie ich 2011, 2012 gekämpft habe, zu sagen, Lernvideos ist kein Ersatz, aber es ist eine tolle Unterstützung, ein Medium, was du einsetzen kannst, unterstützend. So kämpfe ich jetzt eigentlich genau um diese Themen. Ich habe so ein bisschen jetzt gerade die Befürchtung, wir landen in einer, ich sag mal, Digitalisierung von Schulen und Unis hin zu, ja, okay, wir haben jetzt irgendein tolles System und kommen durch Prüfungen durch. Weil wir müssen ja doch von Grund auf neu denken. Und da interessiert mich mal dein Input jetzt. Ihr seid ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei mit dem Hightech-Gründerfonds, also Fokus auf Technologie.
Was passiert da draußen in der Welt? Dass wirklich, wenn einer zuhört und jetzt zuschaut, nochmal, wenn ich jetzt an Schüler oder Studenten denke, ne, dass sie wirklich auch nochmal gesagt bekommen von Menschen wie dir, das passiert da, ihr müsst euch darauf einstellen. Also seid offen, neue Themen sind gefragt. Genau, ich glaube, was der mega, mega Trend ist, der nicht neu ist, aber der uns immer bewusster wird, ist eben exponentielle Veränderung, exponentielle Innovation. Du hast es vorher auch schon erwähnt, hier Moore's Law, aber auch ganz viele andere Trends gehen exponentiell. Plus Globalisierung. Ja, also wir sind nicht mehr in Westdeutschland, in Europa und da gibt es halt die Sowjetunion und USA und sonst eigentlich gar nichts, sondern wir haben am Ende in wenigen Jahren, Jahrzehnten 8 Milliarden Leute, die Zugang zu allem haben, zum Internet, zu Wissen, die mobil arbeiten können, aus Südindien heraus für Google im Valley entwickeln können oder für Daimler und dann auch vielleicht die Wahl haben. Und ich glaube, was passiert da, was man, glaube ich, junge Leute, was ihr euch klar machen müsst, ist, es ist zwar vielleicht ganz angenehm und der Mensch ist so programmiert worden. Wir sind ja programmiert worden im Sinne von der Evolution, wie wir entstanden sind, da hat sich gar nichts geändert. Ja, in der Steinzeit, da war erstmal 1000 Jahre immer alles genau gleich. Fertig. So, und heute ändern sich die Dinge so radikal, so schnell. Und wir haben ja nicht nur einen exponentiellen Trend, wir haben mehrere überlagernde exponentielle Trends. Und das ist nicht nur Technologie, die sich ändert, das ist die Gesellschaft, die sich ändert. Wenn man überlegt, Frauen waren bis in die Anfang 70er nicht voll geschäftsfähig, wenn sie verheiratet waren. Und ich prophezei, es wird das Jahrzehnt der Frauen werden und die anderen auch. Und das ist nur ein Beispiel von einem letztlich auch exponentiellen gesellschaftlichen Trend. So, worauf muss man sich einstellen? Sehr viel Veränderung, kein Bestand, keine Sicherheit. Und der Schritt muss sein, nicht zu lernen, sondern das Lernen zu lernen, diese und das immer schnellere Lernen zu lernen und damit auch, kann man vielleicht so eine Allergie sich vorstellen, so ein Eimer ist voll und wenn was Neues rein soll, muss was Altes raus. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist zu anlernen, also weglernen, Altes aufzugeben, alte Gewohnheiten aufzugeben und das ist unendlich schwer. Das ist, glaube ich, noch viel schwieriger, als was Neues zu lernen. Und damit wir was Neues wirklich lernen können, müssen wir alte Sachen einfach in die Tonne treten. Richtig entmüllen. Und wer in seinen Keller schaut, der weiß, wie schwer das ist mit dem Entmüllen. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Darauf muss ich einstellen. Lernen, immer mehr, immer schneller und entlernen, anlernen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach, oder ich kämpfe darum, das eben deutlich zu machen. Deshalb versuche ich, mit Menschen zu sprechen, die halt unterwegs sind. Ich sag mal, ihr seid ja, wie viel Gründungen habt ihr bisher begleitet? 620. So, da ist ja ein bisschen Erfahrungsschatz. Und ihr seht natürlich auch, was passiert. Und das ist mir wichtig, dass irgendwann vielleicht das hier auch geteilt wird, wie jetzt eben Mathe-Videos geteilt werden im Internet, dass wenn ich hier so einen Podcast jetzt hier draußen habe, dass der einfach mal geteilt wird, darüber vielleicht in der Schule diskutiert wird, um das einfach aufzunehmen. Denn ich glaube, im Moment tun sich viele schwer, das Art vielleicht zu begreifen, weil es eben exponentielles Wachstum ist und wir sind ja linear getrieben, ne, geht immer so ein bisschen Treppe hoch, ne, aber nicht, wie ich im Internet immer sage, so die Luzi geht irgendwann so richtig ab. Und vielleicht so, ach ja, da wird aber doch irgendwie da noch Platz sein, wenn ich jetzt so meine Prüfung bestehe, da in Mathe, dann habe ich die, dann habe ich meinen Wisch und dann werde ich schon irgendwo meinen Job finden. Und wenn ich dann erzähle, ja, aber in 5 bis 10 Jahren gibt es 60-70% Jobs, die gibt es heute noch gar nicht. Genau. Also die werden überhaupt erst noch ausgedacht. Und das ist eben auch eine neue Form. Es werden permanent neue Jobs entstehen. Permanent. Und das ist wirklich, glaube ich, so neu, so frisch und so schwierig annehmbar. Deshalb versuche ich, dass ich kann ja viel sagen, aber das wiederhole ich mich jetzt, dass Menschen wie du es nochmal bestätigen. Dass ich klar sagen jetzt viele, ja, aber gerade jetzt durch Corona haben wir genug zu tun mit Abitur. Ich sag, du hast ja auch Kids, ne? So, meine Tochter schreibt jetzt in April, Anfang Mai ihre Abi-Prüfung. Ist noch Luft für andere Dinge? Und mit andere Dinge meine ich einfach mal einen TED-Talk schauen, Biotechnologie, was auch immer, ganz andere Themen, Umwelteinflüsse, whatever, Blockchain, KI, keine Ahnung. Einfach nur, um mal reinzuschauen. Ist da gerade Luft eigentlich für? Ich glaube, da ist Luft. Und ich glaube, was die junge Generation sehr, 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 sehr viel besser macht als wir, ist Netzwerk, ist Austausch mit Leuten. Weil bei uns, also als ich
selbst im Studium gab es, also im Studium hatte ich meine erste E-Mail und konnte erst mal 3 Monate keine E-Mail schreiben, weil ich keinen kannte, der auch eine E-Mail hatte. Also ich war so ein bisschen der Early. Und heute sind alle mega vernetzt. Und von wem lernen wir? Wir lernen natürlich von tollen Lehrern, die wir vielleicht bewundern oder die Zugang finden. Aber wir lernen natürlich auch von unserer Peer-Gruppe. Und dieser Turbo, den, glaube ich, den unterschätzen wir sehr. Und deine Frage, ist da noch Platz für anderes? Da ist trotz Corona eben noch sehr viel Platz für Austausch unter den Peers, unter den Freundinnen und Freunden. Und zum Beispiel bei der Frage, was studiere ich oder in welche Richtung gehe ich, da gucken die, was machen die anderen. Aber die gucken halt auf ein Netzwerk von 10-mal mehr Leuten, als wir damals wirklich haben konnten, weil die Bandbreite einfach nicht da war, die Kommunikationsbandbreite, die Netzwerkpflegbandbreite. Und ich glaube, da ist die junge Generation 10-mal besser, 100-mal besser, als wir das sein konnten, allein aufgrund der technischen Infrastruktur. Und diese Netzwerke gehen ja weiter. Dann zack, kriegt man aus dem Netzwerk einen Hinweis zu einem TED-Talk oder zu einer guten Infoquelle und ist natürlich sehr viel schneller, sich die Informationen zu besorgen und zu verstehen, zu verarbeiten, auch zu kalibrieren, was ist richtig, was ist falsch. Wir haben ja immer alles geglaubt, was in der Zeitung steht. Und ist nicht so richtig, vielleicht so. Und ich glaub, das ist eine Riesenstärke, um zu lernen. Mhm. Finde ich auch. Meine Befürchtung wäre, dass du das Netzwerken nimmst für, ich meine, Spaß muss sein, ne? So WhatsApp-Gruppe, Instagram, durch den Feed durchgehen, Spaß, YouTube, Spaßvideo. Und ich glaube, viele sind sich noch gar nicht bewusst, wie du sagst, welch hoher Mehrwert dort besteht, wirklich sich Wissen anzueignen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man so ein bisschen wartet, da einfach mal zu sagen, oder mein Tipp ist immer, gönnt euch doch mal 30 Minuten, eine Stunde in der Woche, um es wirklich ganz konsequent so zum Netzwerken zu nutzen, für wirklich völlig neue Dinge. Also jetzt wirklich mal, ich bin im Abitur gerade, okay, jetzt nehme ich mal eine Stunde und schaue mal auf YouTube einen TED-Talk, ich gehe mal in eine kleine WhatsApp-Gruppe, was auch immer, und tausche mich mal aus. So, habt ihr davon gehört? Was haltet ihr davon? Wo geht die Zukunft hin? Um das vielleicht zu bestätigen, vielleicht von deiner Seite aus, wenn jetzt welche zuhören, die sind, ich sag jetzt mal, 16, 17, 18, 19. Ich glaube, da ist auch jetzt eine große Sorge, wie sieht denn jetzt die Jobzukunft aus? Ne? Genau. Also du sagtest vorhin, was muss ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Ist das wirklich so, dass ich einfach mir jetzt ein bisschen Schnittprogramme aneigne und dann kann ich hier bei euch anfangen als Videograf? So einfach ist es ja dann auch nicht. Vielleicht, keine Ahnung, ich möchte so in so einen Tipp reingehen. So. Genau, also die Schnittstelle zwischen Konsum und Investment ist ganz nah beieinander. Also wenn ich jetzt mein Handy, mein Laptop anhabe und ich gucke Videos, dann kann ich natürlich tolle YouTube-Videos schauen oder andere Sachen, wo ich wirklich was lerne, oder aber zack, Netflix, was konsumieren. Und aus meiner Sicht ist es eine persönliche Entscheidung. Was mache ich? Also spare ich, investiere ich in mich selber, in mein Lernen, meine Persönlichkeit, meine Skills, oder konsumiere ich? Und ja, die ältere Generation sagt ja immer, ach, die Jungen, da wird nie was draus. Und am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass die junge Generation führende Politiker wird, die Gesellschaft, die Wirtschaft von uns übernimmt, ist 100%. Ganz, ganz sicher. 100%, weil es schon immer so gewesen und wird diesmal auch so sein, weil irgendwann passiert das halt. Und deswegen braucht man sich, und am Ende entwickeln die sich dann auch, wenn jemand in die Verantwortung gesetzt wird, dann entwickelt er sich und ist dann doch viel, viel besser, als man gedacht hat. Trotzdem muss man natürlich, das gilt halt für die junge Generation in Summe, als Einzelner muss man schon gucken, wo bleibe ich jetzt. Und ich fände es, also dieses, also wir sind zur Bundeswehr gegangen, die junge Generation macht Gap Year, reist rum, und ich finde es super. Warum? Man sieht halt was anderes. Und man sieht vor allen Dingen auch Ecken von der Welt, die nicht so, sag ich mal, in Watte gepudert sind, gebettet sind, wie wir das sind. Und ich fände es gar nicht so schlimm, das klingt jetzt so ein bisschen doof, wenn es mal so eine Krise gibt. Weil wir tun ja alles, um jede Krise zu vermeiden. Der Staat druckt Geld und verteilt es und alle werden gerettet. Ist auch sinnvoll, da bin ich jetzt gar nicht dagegen. Auf der anderen Seite, wenn man mal erfährt, man bewirbt sich und kriegt keinen Job oder keine Headhunter rufen mehr an oder es wird, das erfahren ja jetzt leider auch viele, die eben hart durch die Corona-Krise durchkommen,
Aber ich glaube, diese eine gewisse, sagen wir mal, Notsituation, Stresssituation, die kann schon auch dann genau diesen Schalter von Konsum zu Investment, zu in sich selber investieren, auch im positiven Sinne umlegen. Weil wir hatten natürlich jetzt seit 2009 keine echte Wirtschaftskrise mehr. Jetzt Corona teilweise ja nur. Gibt aber Bereiche, die profitieren. Und jemand, der heute 18 ist, der ist komplett in so einem Leben, in so einer Zeit aufgewachsen. Seit er sich erinnern kann, alles super. Und ich glaube, man muss halt verstehen, auf welchem Weg auch immer, dass es in keinster Weise garantiert ist. Wenn Apple das autonome Auto rausbringt, da gibt es ja verschiedene Gerüchte, und plötzlich die Leute wie beim Handy sagen, Android ist billiger, genauso gut, aber ich kaufe trotzdem Apple, weil es halt irgendwie toll ist. Und das Gleiche passiert dann mit den Autos, dann könnte Deutschland ganz anders ausschauen, die Wirtschaft, weil da hängt ja ganz viel dran. Und jetzt bereiten wir uns nochmal drauf vor, weil nichts ist mehr in dem Sinne sicher für Jahrzehnte. Es kann permanent irgendwo eine Disruption stattfinden, von wem auch immer, wer gibt die Marschroute vor. Und gerade natürlich die Automobilindustrie, da hängt ja viel dran, Automobilzulieferindustrie. Ja, wenn wir eben, mir hat letztens einer erzählt, wie Elon Musk den Pitch damals gemacht hat. Da ging es gar nicht um das E-Auto, da ging es einfach darum, dass durch das E-Auto wir nicht mehr 1000 Teile haben, sondern nur noch irgendwie, keine Ahnung, 100 oder so. Genau, dann sind wir eben 90% weg. Okay, dann passiert das jetzt. Und dann muss man ja aber viele Jobs dranhängen, muss man ja eben sich darauf vorbereiten. Okay, dann wird es andere Jobs geben. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Jobs. Wie bereite ich mich darauf vor, dass ich noch gar nicht weiß, welchen Job ich habe? Und da will ich es nochmal aufgreifen. Du sagtest vorhin, lernen. Also wenn du jetzt Tipps nach draußen geben würdest, was man parallel, ob man jetzt auch studiert oder auch in der Ausbildung ist oder selbst wenn man gerade beim Unternehmen beschäftigt ist, ne? Womit sollte man sich jetzt beschäftigen? Thema lernen, neugierig sein, mal einfach sich mal einen TED-Talk an oder mal einfach auf YouTube oder einfach mal was Neues machen. Nicht, du sagtest vorhin, bei der Mitarbeiter macht einer vielleicht mal einen Programmierkurs und vielleicht wird er jetzt nicht irgendwie Programmierer, sondern er hat einfach nur mal was Neues gelernt und ausgetestet und gemacht. Ich glaube, die beste Vorbereitung, gerade für die junge Generation, ist eigenes Verdienstpotenzial schaffen. Also was meine ich? Unternehmer sein. Unternehmerin, Unternehmer sein. Weil wenn ich mich auf andere verlasse, das ist völlig okay und natürlich für die große Mehrheit auch dann der Weg, den sie gehen, auch vielleicht der richtige Weg. Trotzdem, wenn ich die Möglichkeit habe, selber Geld zu verdienen, und zwar nicht, indem ich für andere arbeite, sondern indem ich selbstständig bin oder andere vielleicht für mich arbeiten, dann habe ich eine andere Verantwortung, dann habe ich auch einen ganz anderen Drive, am Ball zu bleiben, weil ich stehe voll in der Verantwortung und mein Geld kommt nicht irgendwie am Monatsende automatisch aufs Konto, sondern es muss halt erarbeitet werden. Und ich habe die maximale Sicherheit, wenn ich mich auf mich selber verlassen kann, wenn ich eine echte eigene Earning Power habe. Und klar, kann sein, dass man merkt, das ist nicht das Richtige für einen und dann kann man ja immer noch auch in ein Angestelltenverhältnis gehen. Aber ich glaube, der erste Gedanke sollte sein, um genau diese Frage zu adressieren, auch sich für die Zukunft fit zu machen, wie kann ich selber Geld verdienen? Wie kann ich mit dem, was ich kann oder mit Problemen, die ich irgendwo sehe, wenn ich die versuche zu lösen, wie kann ich mich auch unabhängig machen? Weil am Ende ist es die allersteilste Lernkurve. Und was mich an Unternehmern, es gibt ein paar Punkte, die mich an Unternehmern immer sehr fasziniert haben. Einmal, sie haben eine eigene Meinung und sagen die auch, können das sagen, im Gegensatz vielleicht zu anderen. Und was mich vor allen Dingen immer fasziniert hat, ist diese Energie und diese Wachsamkeit, immer zu gucken, was passiert da. Das muss man machen, damit sein Unternehmen, gerade am Anfang, wenn es klein ist, am Leben bleibt. Und ich glaube, den Weg, diese eigene Earning Power, Selbstständigkeit, die wirtschaftliche, unabhängig ist man nie 100%, aber ein bisschen schon, dann diesen Weg zu finden, ist die beste Lernerfahrung auch und die beste Vorbereitung auf das, was auf uns kommt, die ich empfehlen kann. Und jetzt müssen wir reinschmeißen, weil das natürlich auch eins meiner Anliegen, nicht jeder muss Unternehmer werden in der Verantwortung, nennen wir es mal unternehmerisches Denken. Und deshalb würde mich natürlich auch jetzt deine oder eure Erfahrungen interessieren aus Hunderten von Begleitung von Gründerteams. Ich hatte so die letzten Jahre auch so ein bisschen das Gefühl, viele wollen um des Unternehmens willen Unternehmen gründen und man sollte ja erstmal auch so ein bisschen ausloten, bin ich überhaupt dafür gemacht, weil ich kenne es jetzt aus knapp 20 Jahren, da kriegt man auch mal graue Haare und immer in der Verantwortung zu sein, verantwortlich für Gehälter. Und es ist auch manchmal gar nicht schlimm, in einem tollen Unternehmen zu arbeiten, als Nummer 4, 5 oder 6. Da würde ich gerne mit dir nochmal eben
jetzt natürlich drauf eingehen, wie du das siehst. Wir brauchen natürlich frische Ideen, Innovationen, getrieben durch Startups. Aber irgendwie so in die Richtung jetzt zu gehen, dass du da mal was einwirfst, wer ist denn dann in der Position, der das Unternehmen führt? Wer arbeitet in dem Unternehmen, unternehmerisch aber vom Gedankengang her? Es ist nicht mehr so, dass wenn ich arbeite in einem Unternehmen, diese typische Arbeiterstruktur habe. Ich werde praktisch wie ein Unternehmer im Unternehmen sein, oder? So kann man es auch definieren. Genau, und das ist sicher ein Weg, den man auch gehen kann. Also ganz eigene Unternehmen und natürlich dann auch unternehmerische Umfelder suchen. Ja, manche etablierten Unternehmen bieten das, manche vielleicht nicht so sehr. Kann man sich auch dieses Umfeld suchen, absolut. Und man kann natürlich auch unternehmerisch arbeiten, wenn man, sagen wir mal, mit einem Unternehmer eng zusammenarbeitet, in der zweiten Ebene oder dritten Ebene oder in einer Pocket, die eben, also in einer Abteilung ist das falsche Wort, aber in einer Business Unit vielleicht. Ein Produktmanager ist Unternehmer für sein Produkt. Und natürlich ist er Teil von der ganzen Struktur, vielleicht sogar von einem Konzern. Man kann die unternehmerischen Ecken auf jeden Fall finden, total. Ja. Also ich weiß schon, wie viele dann schreien, ja, muss ich jetzt Unternehmer werden? Nein, um Gottes Willen. Also es geht aber ganz kurz, das Potenzial ist höher, als wir haben. Wir haben, ja. Also wenn man halt guckt, in China sind irgendwie, weiß nicht, 15% Unternehmer und in Deutschland irgendwie 5%. Ja. Weiß nicht genau, ob die Zahlen so stimmen. Ja. Aber ich glaube, vom Potenzial her gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, warum wir nicht auch jetzt zum Beispiel auch 15% haben könnten. Und ich glaube, dieses Delta von was ist und was könnte sein, das kann man schon wecken. Ja, worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, so, wir tun uns, glaube ich, gerade in Deutschland schwer damit. Es geht nicht, viele schreien dann immer, ja, wollt ihr jetzt, dass jeder Unternehmer wird? Nein, nochmal, es geht darum, dieses unternehmerische Denken. Ihr werdet eben nicht mehr monotone Arbeiten machen nach Rezept, was immer gleich ist, mit ein paar Fortbildungen innerhalb von 30 Jahren, sondern ihr werdet praktisch wie ein Unternehmer, analytisch denkend, in kleinen Teams arbeitend, an ein Problem rangehen, mal eine Lösung präsentieren. So wird eure Jobzukunft sein. Ich glaube, das ist noch schwer gerade zu vermitteln, dass wir sicherlich die Anzahl Unternehmer hochschrauben müssen, an Gründungen hochschrauben müssen, aber eben auch dieses Verständnis, dass ich nicht der Unternehmenslenker sein muss, der voll in der Verantwortung steht, sondern auch als Nummer 8, 9 oder 10 dort arbeite, aber eben auch so denken muss und dafür Fähigkeiten erlernen muss. Ich glaube, da haben wir gefühlt in Deutschland noch ein Problem damit, das so zu akzeptieren, dass wir das halt immer per se so abstempeln. Nee, nicht immer alles jetzt Richtung Unternehmen. Ich glaube, das ist noch so ein Verständnisproblem. Genau, ich glaube, absolut. Also es gibt ganz viele Wege und es ist auch sehr, sehr sinnvoll, dass man Teil von einem großen Unternehmen ist, weil die großen Unternehmen sind die wirklich was bewegen können und die einen Impact haben und auch sehr, sehr ganz entscheidend sind, ganz wichtig sind. Und große Unternehmen gibt es nur mit vielen Leuten und dann gibt es halt nur eine begrenzte Anzahl von echten unternehmerischen Rollen in großen Unternehmen. Sehr wenig. Was mir immer geholfen hat, und das, die Perspektive kann man schon auch anlegen, auch wenn man Angestellter ist in einem Konzern, dass man sich selber als Unternehmer in eigener Sache begreift. Ja. Ich bin Unternehmer, ich verkaufe meine Leistung an einen Kunden, ja, an meinen Arbeitgeber. Und ich muss aber gucken, dass der happy ist mit meiner Leistung, dass ich mein Produkt weiterentwickle, also meine Skills, dass ich vielleicht einen höheren Preis erzielen kann, weil ich mehr Leistung anbiete, also Gehaltserhöhungen, die kriege ich nicht, weil die Gewerkschaften es für mich verhandeln, sondern weil mein Kunde, mein Arbeitgeber sagt, hey, was du machst, ist mir echt jetzt mehr wert. Du hast da was im positiven Sinne gerissen für mich. Und wenn man, glaube ich, diese Perspektive hat, und aus meiner Sicht gibt es keinen Grund, warum man die nicht haben könnte, könnten wir uns im Prinzip als 100% Unternehmer begreifen, aber trotzdem als quasi Einzelunternehmer sich in diese Struktur einbetten. Und man hat halt eine andere Perspektive. Man muss nicht dauernd neue Kunden akquirieren, sondern ist eben in einem Angestelltenverhältnis. Aber ich glaube schon, dass es die richtige Perspektive ist, auch in einem Konzern, wo man eigentlich eine gewisse Jobsicherheit hat, vielleicht sogar auch als Beamter, dass man diese Perspektive hat, dass ich mein Produkt immer wieder verkaufen muss. Weil ich will doch nicht dass ein Kunde ein Produkt kauft aus Gewohnheit und eigentlich will er es gar nicht haben. So ein Abo-Modell will ich doch gar nicht als Arbeitnehmer, sondern ich will jemanden haben, der sagt, das will ich haben. Das ist geil. Ich kann mir vorstellen, eine Frage,
wenn jetzt potenzielle Gründer zuhören aus Hunderten von Unternehmensgründungen, die ihr begleitet habt, Tipps, gibt es das perfekte Team? Also es gibt ja, Team grenzt ja schon den Einzelunternehmer so ein bisschen aus, die Frage. Und in der Tat sind wir durchaus ein bisschen skeptisch bei Einzelunternehmern. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele extrem erfolgreiche Einzelgründer, die auch gar nicht so teamfähig vielleicht sind. So Elon Musk und Mark Zuckerberg vielleicht und am Ende auch Steve Jobs. Hat zwar nicht alleine gegründet, aber vielleicht nicht so sehr teamfähig. Ich glaube, am Ende gibt es halt es gibt nicht das perfekte Team, sondern, mal einen Schritt zurück, der Einzelne kann sicher nicht perfekt sein, überhaupt gar nicht. Wenn irgendjemand perfekt sein kann, dann tatsächlich ein Team. Und da gilt halt auch wieder das Team muss sich halt anpassen. Und wenn ich jetzt ein Konzern bin mit 100 Millionen ist ja gar kein Konzern, aber wenn ich ein großes Unternehmen bin mit 100 Millionen, dann habe ich halt ganz andere Skills, andere Anforderungen, wie wenn ich ein Startup bin. Und das perfekte Team, wenn man so will, ist das Team, was ich halt auf die Anforderungen anpassen kann. Ja. Also man könnte jetzt nicht sagen, aktuell brauchen wir einen Developer, einen BWLer und einen Visionär. Und die drei machen das perfekte Team für das perfekte Produkt. Also ich sag ja nein, denn ich sage immer, schaut erstmal, wo ihr richtig Bock drauf habt. Genau. Also jetzt nicht um des Unternehmens willen, jetzt müssen wir unbedingt mit x Leuten zusammenkommen, um Unternehmen zu gründen, um irgendwas zu digitalisieren, sondern testet doch erstmal, macht doch erstmal, schaut doch erstmal, was da draußen gibt und bei Gott fragt irgendwo an. Thema Netzwerken ist ja einfacher denn je, heute mal 100 Leute auf LinkedIn oder wo auch immer anzuschreiben, kann ich mal in deinem Unternehmen Praktikum machen und mal schauen, wie ist das? Ja. Oder? Genau, Team, also das perfekte Team, klar, deckt natürlich die Skills ab, die man braucht für die Phase, entwickelt sich dann entsprechend der Phase weiter und ist vor allen Dingen auch in der Lage, andere Leute anzuziehen. Gibt ja diesen Spruch, A-Leute ziehen A-Leute, B-Leute ziehen C-Leute. Das heißt, das perfekte Team sind irgendwie dann solche, die eben andere A-Leute, ganz, ganz gute Leute begeistern können, halten können, entwickeln können. Die am Ende auch, ich glaube, Fehler machen wollen, ja, wir haben ja so ein Ambivalenzverhältnis zur Fehlerkultur. Auf der einen Seite reden alle davon, jawohl, Fehlerkultur, super. Und dann, wenn dann aber doch Fehler mal vielleicht thematisiert werden, dann ist immer gleich natürlich auch persönlich. Das heißt, man muss da auch den Mut haben, Fehler zu machen, zu erkennen, zu diskutieren, die Diskussion zu beenden und dann weiterzumachen. Weil ohne Fehler geht gar nichts im Leben. Das heißt, das perfekte Team hat eben auch diesen Aspekt der Fehlerkultur und des Weitermachens, auch eine Konfliktfähigkeit. Wenn man sich gar nicht streitet, ist, glaube ich, ganz schlecht. Wenn man sich viel streitet, ist auch schlecht. Ja, ist halt da so eine Parabel tatsächlich, die goldene Mitte irgendwo. Ein bisschen streiten ist super wichtig und dann aber aufhören, damit ist auch sehr wichtig. Aber da bist du auch bei wichtigen Punkten. Kritikfähigkeit, Fehler machen, Fehler akzeptieren, daraus lernen. Also Dinge, Themen, die man ansprechen muss, die man auch wunderbar jetzt praktizieren kann, eigentlich auch in Corona-Zeit über digitale Medien, statt weiterhin druckbetankt bei dem Gleichen zu bleiben. Aber ich will jetzt gar nicht wieder ausbrechen zum Bildungssystem, weil das werden wir von Grund auf irgendwie anders ändern müssen. Ich habe letztens einen Vortrag in TED gesehen von jemandem, da ging es darum, was ist eigentlich entscheidend, damit ein Unternehmen so richtig durch die Decke fliegt, und auf Platz 1 war tatsächlich Timing. Schon. Ist das, na ja, klar. Kannst du das bestätigen? Also Facebook war mit Sicherheit nicht das erste soziale Netzwerk, da gab es ganz, ganz viele vorher und war auch nicht das letzte, aber war das perfekte Timing. Also findest du schon, man sollte so schon ein bisschen drauf achten, wenn man jetzt schon in die Unternehmensgründung geht, man sollte jetzt nicht unbedingt, ich habe ein neues soziales Netzwerk. Man sollte so ein bisschen, man sollte sich so ein bisschen schauen, was ist jetzt gerade so, was passiert jetzt so genau. Gerade. Es gab ja in Deutschland Mitfahrgelegenheit und wir hatten auch was Ähnliches finanziert. Das war nicht erfolgreich. Mitfahrgelegenheit ist, glaube ich, begrenzt erfolgreich. Und dann kommt Uber. Und warum hat Uber das perfekte Timing? Weil aus der Finanzkrise 2008, 2009 dieser ganze Sharing-Gedanke viel, viel stärker plötzlich da war, weil Krise, ich teile mir die Sachen, kann es mir nicht mehr leisten oder hab was und will es monetarisieren.
Plus aber dann auch noch vom Timing Smartphone. Der mobile Zugang für einen mobilen Service ist natürlich total wichtig. Vorher gab es Handys, aber halt gab auch schon erste Smartphones, aber halt nicht wirklich ein iPhone und ein Android in der Qualität. Und dann gibt es irgendwann, hat man das perfekte Timing und dann gibt es Netzwerkeffekte und der danach kommt, schafft es nicht mehr. Mhm. Ja, und der Markt ist quasi zu. Ja, gibt es perfekte Timing. Gibt leider auch bei VCs schon die Analyse, dass der Haupterfolgsfaktor bei VCs das sogenannte Vintage-Year ist. Wann startet der Fonds und gar nicht, wer macht den und wie investieren die? Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob das stimmt, aber es spielt eine große Rolle. Mhm. Total. Findest du oder würdest du bestätigen, dass wir, ich meine, wir haben ja in Deutschland unseren Mittelstand, ja, unser Rückgrat, ja, mit hohen Schätzen an Daten. Und ich komme ja aus Remscheid, ja, der Weltstadt, ja. Und ich versuche ja immer nach vorne zu schreien. Ihr seid sicherlich jetzt gerade an einem sehr gesunden Punkt, aber die Disruption lauert da draußen. Und ihr müsst jetzt offen sein für Neues und praktisch euch irgendwo intern wie ein Startup aufstellen. Ihr müsst jetzt nicht komplett ein Startup werden und mal von heute auf morgen euer bestehendes Geschäftsmodell einfach das ist weg und jetzt machen wir irgendwie alles neu, sondern worauf ich hinaus will, ist eigentlich so, dass wir so einen Ruck eigentlich kriegen in Deutschland, dass nichts mehr sicher ist und wir einfach so Units aufbauen müssen. Wie würdest du das beschreiben? Es ist ja jetzt auch nicht alles nur Startups, ja, dass wir jetzt sagen, alles klar, wir machen jetzt auf einmal kommt ein ganz großer Geldregen, ja, und wir bauen alles auf Startups. Es muss ja in Kombination sein mit denen, die auch eben schon tolle Sachen haben, wie zum Beispiel der Mittelstand. Genau. Aber wie kriegen wir diesen, was würdest du sagen, wie kriegen wir da, ist das wieder so ein Verständnisproblem, so, hey, hau ruck, lass uns zusammen. Genau, also ganz wichtig, der Mittelstand, auch die Industrie, ist natürlich der Backbone. Und gerade für Startups in Deutschland, die ja zu 80% B2B sind und viel weniger B2C als jetzt zum Beispiel im Valley, braucht man ja den anderen Business-Part als Kunden, als Partner, als Vertriebspartner und so. Deswegen ist auch eine riesen Opportunity für den Mittelstand, weil die Startups natürlicherweise in die Richtung auch gehen. Ich mache mal eine Analogie. Als ich 17 war, Schule, Schüleraustausch Frankreich, viel Quatsch im Kopf. Da haben wir Fabrik besichtigt, Schuhfabrik Salamander bei uns in der Nähe. Ich komme aus Stuttgart. Und da saß dann unser Nachbar am Fließband und hat eine sehr einförmige Bewegung gemacht und zufällig ist diese Schülergruppe vor dieser Station stehen geblieben und es war so eine Situation wie im Zoo. Ja, man hat ihn angeschaut, wie so jemand, wie im Zoo halt, und da hat es bei mir so Klack gemacht und ich wusste, da willst du nie sitzen. Nie, nie, nie. Und dann, das war bei mir der 11. Klasse und dann danach gingen die Noten nach oben. Und ich glaube, es muss halt Klack machen und da hat jeder seinen persönlichen Moment. Und der kommt oder kommt nicht oder kommt früher, kommt später. Und was man, also es gibt ja diesen Trend, ich fahre in Silicon Valley, da kann schon auch Klack machen. Ja, ich sage immer, fahrt nach Detroit. Weil Detroit war die reichste Stadt der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und heute kriegst du ein Haus geschenkt. Ja, ist verslammt, kaputt gegangen. Und Stuttgart könnte auch Detroit sein. Ja, meine Heimatstadt, wo eben die Autoindustrie sitzt. Und da saß, in Detroit saß die Autoindustrie. Also man kann sich schon auch nochmal natürlich die Erfolgsbeispiele anschauen, klar, aber auch die Misserfolgsbeispiele. Und da hat jeder in seiner Industrie ganz viele. Warum hat mein Kollege Familienunternehmen, mein Kollege Hidden Champion, warum hat er es nicht geschafft? Und da muss man sich halt ehrlich die Karten lesen, mit den Leuten beim Bier privat sozusagen sich mal austauschen. Und die Familienunternehmen haben einen großen Vorteil. Die haben eine lange Perspektive. Ja, die müssen nicht auf Quartalsergebnisse hin optimieren, sondern die können auf Generationen hin optimieren. Das heißt, sie können ganz andere Entscheidungen treffen. Die können auch vielleicht unangenehme Entscheidungen treffen, weil sie sagen, mir gehört der Laden, ich mache das jetzt so. Risiko ist natürlich, dass sie sagen, nicht sehen, blinder Fleck, keine Kontrolle und dann die Schlecker voll an die Wand rauschen. Deswegen, ich glaube, was ist der Punkt? Es braucht diesen Klackmoment, wo man sagt, hui, unser Erfolg ist nicht garantiert als Deutschland, als Branche, als einzelnes Unternehmen. Und was mache ich dann, um sozusagen fit zu werden? Ich habe mich hingesetzt und gelernt, nach diesem Klackmoment. Und ich glaube, der
der Unternehmer, der muss seine Investitionsquoten überprüfen, wie viel investiere ich, wie viel stecke ich in Entwicklung, wie ist wirklich meine Marktposition, wie stehe ich wirklich zum Wettbewerb da, was macht der asiatische Wettbewerb, der noch nie da war, jetzt aber plötzlich da ist oder kommen könnte, und sich ehrlich die Karten legen und dann den besten Weg finden. Ja. Ich habe nur die Befürchtung, könnte in manchen Bereichen zu spät sein. Ne? Aufgrund eben, weil eben jetzt die Welt noch eben schneller tickt als vorher. Ne? Und da versuche ich immer, wie kann man das noch befeuern? Also wie kann man da noch mehr, also wie kann man das ein bisschen forcieren, dass dieser Klackmoment kommt, um nicht zu sagen, hör mal, wenn der irgendwann kommt, ja, weil das haben wir jetzt gelernt. Ne? So, genau, ich glaube, beide Perspektiven sind richtig. Die negative Perspektive, oh, wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Da sind wir sehr gut drin in Deutschland. Wir reden immer über Probleme und eigentlich über nichts anderes. Das ist schon auch nicht so schlimm, weil man halt, wenn man die Probleme wirklich lange, lange thematisiert, dann sieht man sie, kann sie auch adressieren und lösen. Es ist nicht so gut aus einer motivatorischen Sicht, weil immer, wenn ich über Probleme rede, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr, morgens aufzustehen. So, und ich glaube, deswegen muss man mehrheitlich auf die Opportunity schauen. Man muss gucken, was könnte ich denn machen? Ja, wo könnte ich denn mich hinentwickeln, mein Unternehmen, welche Märkte? Und da sind wir schon sehr gut, sehr gut als Exportweltmeister sind wir sehr gut in Deutschland. Muss auch mal sagen, hey, wir sind super. Ja. Aber genau, man darf sich natürlich nicht drauf ausruhen. Und ich wiederhole mich jetzt, wenn Apple das autonom fahrende Auto rausbringt und die Leute sagen, Apple Handy, Apple Auto, zack, viel besser. Und die Nutzung des Autos ansteigt von aktuell 5%, 95% stehen die ja rum, weil es halt autonom rumfährt, auf auch nur 50%, dann brauche ich sehr viel weniger Autos. Und wenn die deutschen Autos uncool sind, so wie die Nokia-Handys, mal mit 40% Marktanteil irgendwann weg waren, nach 5 Jahren, ganz schnell, also 5 Jahre nach dem iPhone-Launch, war die Handy-Business tot von Nokia, dann kann es natürlich schon ganz, ganz übel werden. Ja? Und es sollte einem auch echt Angst machen. Und deswegen sollte man echt gucken, was da in Detroit und Argentinien war das fünftreichste Land vor 100 Jahren und jetzt ist es dauernd pleite. Alle 10 Jahre oder auch noch öfter. Also man sollte auch da hinschauen, aber am Ende die positive Motivation, was kann ich eigentlich machen? Was sind die Opportunities, die ich habe? Wo kann ich mein Unternehmen hinentwickeln? Sollte schon die Mehrheit sein. Ist auch wichtig eben, gerade jetzt, ich wiederhole mich ja immer, in der Corona-Zeit, in der wir ja immer noch sind, ne, dass du sagst so, und was haben wir für Möglichkeiten? Denn das ist ja das Gute jetzt im Jahr 2021, wir haben mehr Möglichkeiten denn je, zu netzwerken, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, mit Institutionen, mal ein Praktikum zu machen, mal völlig neu zu denken. Ja, Leute, es geht zwar alles immer schneller, aber keine Angst, ihr müsst jetzt nicht bis 25 diesen einen Job haben, den ihr dann ein Leben lang haben werdet, denn alles ändert sich radikal und immer. Und so dieser Mix dann noch mit Lernen, wirklich. Ja. Und ich suche noch so nach einer Möglichkeit, dass man irgendwann mal so eine Übersichtsplattform hat, weil ja auch Eltern fragen, was ist denn jetzt wichtig für meine Kids? Ne? Also ich habe auch viele Ängste erlebt bei Eltern. Was wird jetzt aus meinen Kids, wenn die, auf welche Schule sollen die gehen, wie werden die vorbereitet? Ich glaube, wir sind da in einem riesen Umbruch noch, auch Thema, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Das soll heute gar nicht Thema sein. Ich möchte zum Ende hin jetzt nochmal von dir wissen, wie ist denn die Investitionsfreudigkeit in Deutschland? Ist sie höher geworden? Haben wir positive Nachrichten? Denn am Ende des Tages, wir brauchen auch, ich meine, ich bin ein Freund von Bootstrappen, ja, dass er aus eigener Kohle wächst, aber manchmal geht es halt nicht anders. Da brauchen wir halt einen Schub, um auch Flanke zu zeigen, hey, auch wir können tolle Sachen aus Deutschland, Europa. Aber Mann, dafür brauchen wir auch echt mal Kohle. Ne? So. Genau, es ist paradiesisch. Also auf einer Skala 0 bis 10, 10 ganz positiv, sind wir bei 10. Ja? Oder 9 vielleicht, 9,5. Ja. Weil als wir angefangen haben 2005, da gab es kein Venture Capital. Deswegen gibt es den halt der Gründerfonds, weil Gründungen überhaupt gar kein Geld mehr bekommen haben. Wir hatten 20 Venture-finanzierten Gründungen in ganz Deutschland 2004, 2005. Und dann kamen wir daher, haben eben diese ganz schwierige allererste Phase gemacht und die ganz große Frage war, was passiert, wenn das Geld aufgebraucht ist, kriegen die wieder Geld? Die Logik hat gesagt, nee, weil gibt ja kein Geld, gehen die alle pleite. Ist nicht passiert, weil wir haben dann doch irgendwie Geld gefunden, ein bisschen was gab es eben dann doch. Und heute, ich hatte gerade erzählt von einer Gründung aus dem Schulbereich, die hatten 7 Angebote. Ja, wir waren 1 von 7, Platz 2 oder 8, keine Ahnung, waren nicht dabei, wahrscheinlich. So, und 7 Angebote in der Seed-Phase haben wir noch gar nie gesehen, noch nie.
aber heute. Eben auch im Bildungsbereich, mhm. tatsächlich sehr positiv. So, und dann geht es aber weiter. Dann nach der ersten Finanzierung kann man sehr leicht weitere Finanzierung bekommen, bis hin zu großen Finanzierungsrunden. Wir haben beim Hightech-Gründerfonds 49 Finanzierungsrunden, Anschlussrunden über 10 Millionen gemacht, davon 45 seit 2015. Also in den letzten quasi 5 Jahren, in den 10 Jahren davor 4. Also so. Und das zeigt sehr gut, wie sich der Markt entwickelt. Und natürlich gibt es da mehr noch, warum nicht 10, sondern 9,5. Klar, Wachstumsfinanzierung im Vergleich zu Amerika ist schwierig. Börsengänge haben wir praktisch ganz wenig, fast keine im Vergleich zu Amerika. Da ist sicher noch Potenzial. Und in Summe ist super. Viel Geld hat auch Nachteile, mhm. weil man wird dann ein bisschen unvorsichtig, zieht sich Kostenstrukturen rein und wenn dann das Geld dann vielleicht doch nicht mehr kommt, dann mit einer hohen Kostenstruktur, zack, ist mal pleite. Also haben wir auch gerade 2000, gibt es ja viele Fälle. Aber in Summe ist das Finanzierungsumfeld für Gründungen, ich habe es noch gar nicht so gut gesehen, besser als 2000 und damit besser, als es jemals war in Deutschland. Mhm. Und wenn man clever ist, das Geld richtig einsetzt, kann man ganz, ganz tolle Unternehmen aufbauen. Und wenn man die Lücke, die es noch gibt, bei großen Wachstumsfinanzierungen, bei Börsengängen, ja, die gibt's. Und ich glaube, die wird sich auch schließen in den nächsten paar Jahren. Optimistisch. Total, mega. Super. Total. Warum? Weil es kommen ja die Erfolge. Ja, ich glaube, es wurden jetzt 16, 17 Unicorns gezählt in Deutschland. Alle nach 2015. Mhm. Und so ein Unicorn generiert ja ganz, ganz viel positiven Impact. Die Investoren verdienen Geld, die Gründer verdienen sehr viel Geld, die Stock Options haben, verdienen sehr viel Geld. Daraus werden Business Angels, daraus werden Wiederholgründer, daraus entsteht positives Momentum auf der Investorenseite. Dann schaffen es eben doch einige an die Börse, dann ist noch mehr Sichtbarkeit. Hülle der Löwen, mega positiv. Warum? Weil das Thema Gründung in der ganzen Gesellschaft angekommen ist. Mhm. Die Eltern sagen, ich gehe doch lieber in Konzern, werde Abteilungsleiter, sondern mach doch die Gründung, wenn das Thema hochkommt, nach der Schule, direkt danach. Sehr, sehr gute Zeit zu gründen. Haben einige gemacht. Zuckerberg, Gates, Michael Dell waren alle 19, als sie gegründet haben. Steve Jobs war 22 und hatte, glaube ich, nicht mal einen Schulabschluss. Auf jeden Fall mal keinen Uni-Abschluss. Und dieses positive Momentum auch in der Gesellschaft, aber auch in der Politik, das ist da und das wird sich erstmal noch weiter verbessern. Also ganz, ganz klar. Und nutzt die Gelegenheit. Nutzt, wenn ihr eine Idee habt, probiert es aus. Und wenn es nicht klappt, dann nehmt ihr die nächste und übernächste Idee. Ich glaube, Lars Hinrich, der Xing gegründet hatte, übrigens vor Facebook, ein Jahr, der hatte vorher, weiß ich nicht wie viele, ein paar Misserfolge oder mäßig erfolgreiche Unternehmen. Und Xing ist natürlich dann schon sehr erfolgreich gewesen. Und lasst euch nicht abschrecken, wenn was mal nicht so perfekt klappt. Und letzte Frage, Alter ist doch eigentlich egal, oder? Nicht, dass jetzt, nicht, dass man jetzt sagt, hey, ich bin Mitte 40, soll ich denn noch gründen? Genau, also das berühmteste Beispiel, glaube ich, der McDonalds-Gründer war 60, als er McDonalds gegründet hat. Da würde man heute schon sagen, 60 ist vielleicht ein bisschen zu alt. Aber nee, gibt also jedes Alter ist möglich. Ich glaube, das Alter hängt so ein bisschen von der Zielgruppe ab. Wenn ich, also wir haben gesehen, bei B2C-Themen sind die Gründer eher unter 30. Erfolgreicher als mit über 50. B2B ist die Zielgruppe ja eben auch ein bisschen älter sozusagen. Die Ansprechpartner, dann ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man Erfahrung hat, auch vielleicht schon ein oder andere graue Haar. Und bei diesen tatsächlich Gründungen im Schulbereich sehen wir ganz, ganz junge Gründer, wirklich Anfang 20 oder sogar drunter. Jetzt bei dem einen Thema war, glaube ich, ein oder zwei 19. Von daher jetzt im Bildungsbereich ist Alter total egal. Oder je jünger, desto besser. Und am Ende, ich glaube, das rein physische Alter ist nicht entscheidend. Das mentale Alter ist entscheidend. Ich kann auch mit 25 schon verknöchert sein oder mit 50 noch total offen und für Neues und lernbegierig, lernfähig. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Guter Abschluss, offen für Neues, lernfähig, Fehler machen, Fehler akzeptieren, daraus lernen, Netzwerken, einfach mal neue Dinge sich aneignen, auch wenn man zuerst denkt, was soll ich damit? Der Funke springt irgendwann über, die Neuronen feuern oben, es kommt ein neuer Gedanke, die Möglichkeiten sind da und das sind die, glaube ich, der positive Appell jetzt in der Corona-Zeit. Wir sind vernetzt, wir können die Chancen nutzen. Ja. Ich danke dir vielmals für den Input und freue mich auf die nächsten Jahre. Ja, ich freue mich auch total und ich glaube, was die nächsten Jahre, Jahrzehnte
und am Ende auch über unsere Zeit hinweg Jahrhunderte bringen werden, ist voller Opportunity, auch voller Risiken. Aber wenn wir zurückschauen, 30 Jahre, 20 Jahre, dann in den 80ern, Dauerregen, Waldsterben, Atomkrieg und alles Mögliche. Und was ist passiert? Internet, PCs, Handys, soziale Netzwerke, die Flüsse sind sauber, kann man drin schwimmen. Also 90-95% positiv. Und meiner Ansicht nach, mit Sicherheit werden die nächsten 30 Jahre genauso positiv werden. Nicht überall auf der ganzen Welt und auch nicht für jeden, aber eben 90-95%. Und das ist wie ein Befehl. Pickt euch die guten Sachen raus, die euch schmecken. Alex, ich danke dir. Danke.